Hallo, ich bin das Bier. Schön, dass du da bist. Wir starten heute ein neues Spiel in Imperion. Das ist ein Science-Fiction-Survival-Game. Wie kann man den Spieler ein bisschen modifizieren? Farben ändern und so weiter. Das ist dann auch schon. Okay, lass uns starten. So, dann nehmen wir das mal. Game Mode, Survival, Seed, Random. Also man kann wählen zwischen Aqua und Omicron. Aqua ist das einfachere Stadtgebiet. Starten wir einfach mal da. Und wir starten in so einer Stadtkapsel. Können wir aussteigen aus der Rettungskapsel. Dann können wir mit T das Inventar öffnen und dann nehmen wir alles raus. Und dann können wir das schon mal hier so ein bisschen sortieren. Das erste, was ihr machen solltet, wenn ihr hier auf Akura startet, ist euren Helm ausziehen mit U. Weil den braucht ihr nicht. Wenn ihr den anderen habt, dann verbraucht ihr unnötig Sauerstoff. Okay, und als nächstes wählt ihr hier diese Station aus. Die könnt ihr da hinsetzen. Ich setze mir hier irgendwo einfach hin. Und dann tut ihr hier die Baumaterialien rein. Und dann gibt es hier verschiedene Tabs in diesem Konstruktor. Und dann guckt ihr, was ihr so braucht, um diese drei Sachen zu bauen. Den Core, den haben wir, den brauchen wir nicht bauen. Mit dem Core hier bauen wir die Basis. Gucken wir, brauchen wir drei graue Blöcke, dann sagen wir Metal. Da müssen wir Metal Plates für herstellen. Machen wir das mal, stellen wir Metal Plates her. Dann müssen wir das hier noch anschalten. Und dann stellen wir jetzt hier Metallplatten her. Dann können wir jetzt nächstes schon mal anklicken, dass diese Blöcke hergestellt werden sollen und diese Basisstarterblock. Dann gucken wir schon mal, was wir für die anderen Sachen brauchen. Teilkomponenten und so weiter. Stellen wir erstmal her. Davon welche. Stell einfach mal ein bisschen von allem her. Und dann lassen wir das jetzt hier laufen, das braucht halt eine Zeit. Dann können wir hier diesen Sauerstoffgenerator reinsetzen, aber den brauchen wir eigentlich noch nicht. Den müssen wir ins Wasser setzen. Dann produziert der Sauerstoff, der braucht aber Energie. Und zwar hier diese Fuel Packs. Da müssen wir, glaube ich, setzen wir mal zwei rein. Was ich noch gerade da vorne sehe, hier sind Corn Dogs. Die kann man auch mit Tee pflücken. Kann man essen. Wir haben hier verschiedene Anzeigen links unten. Lebensenergie, Essen, Sauerstoff, Stamina. Stamina verbraucht sich natürlich, wenn wir hier rumlaufen. Dann können wir da unten noch das Jetpack an- und ausmachen. Mit dem Jetpack kann ich halt höher fliegen, aber nicht rennen, wenn das an ist. Und den Helm, habe ich ja eben schon gesagt, den kann man mit U an- und ausmachen. Sollte man ausmachen, wenn man Sauerstoff zur Verfügung hat, weil sonst verbraucht man unnötig die Sauerstoffreserven des Anzugs. Gucken wir mal gerade, wie lange. Oh, wir haben schon sehr viele Platten. Da habe ich wohl ein paar zu viele gemacht. Dann mache ich das mal dann auf aus und cancel das mal hier. Das geht aber nur, wenn der aus ist. Und dann hauen wir mal wieder weiter hier. Ja, dann kann ich hier mal so ein bisschen Sachen sammeln, während das im Craften ist. Zwischen hier noch den Drill, dann haben wir hier ein Werkzeug, mit dem wir die Erde heben und senken können. Gucken wir schon mal, da ist ein Prometheum Deposit, kriegen wir dieses Prometheum, dann können wir diese Pedals herstellen und damit können wir die Energie herstellen. Hier diese Fuel Packs können wir damit bauen.
Das klinge ich jetzt auch schon mal an, dass wir ein paar davon bauen. Das ist schon mal gut, dass es da in der Nähe ist. Und zum Abbauen brauchen wir diesen Drill. Und mit dem Tool hier, da können wir die Erde, wie gesagt, heben und senken. Das mache ich vielleicht mal gerade, wo wir Zeit haben, während das am Craften ist. Damit wir dann unsere Basis da wo drauf bauen können. Ich senke jetzt einfach mal hier. Okay, dann gucken wir mal, wie weit unser Konstruktor ist. Na, der braucht noch was. Achso, den Chor hätte ich natürlich auch hier rein tun müssen, damit der das hier bauen kann. Gut, dann brauchen wir noch was. Hier gibt es so Worklights, die kann man hinsetzen für Licht im Dunkeln natürlich. Die brauchen auch keine Energie oder so, man kann einfach hinsetzen, die produzieren nicht. Aber was ein komischer Bug ist, man kann hier beim Setzen die Maustaste festhalten und so Linien ziehen. Und wenn man das bei diesen Worklights macht, dann hat man einfach auf einmal mehr als vorher. Ich hatte jetzt eins und jetzt habe ich auch mal vier. Klingt komisch, ist aber so. Gut, da wir noch was Zeit haben, werde ich jetzt hier die Flächen. So, dann gucke ich jetzt mal hier bei dem Auto-Generator. Da sehe ich dann auch hier, der hat eine Sauerstoffflasche hergestellt. Die können wir dann rausnehmen und solange der Energie hat, dann produziert er weiter Sauerstoffflaschen. Die können wir dann hier reintun und dann später damit diese kleinen O2-Flaschen machen, Sauerstoffflaschen. Damit können wir dann hier unseren Sauerstoffvorrat im Anzug auffüllen. Das wird später wichtig, wenn wir entweder im Weltall sind oder auch hier unter Wasser. Ich kann es mal auch zeigen. Wenn man ohne Helm unter Wasser geht, dann steht da, du hast keinen Sauerstoff zum Atmen. Wenn ich aber jetzt den Helm anziehe, kann ich einfach unter Wasser rumlatschen. Oder wenn ich hier hinwechsle, dann kann ich hier an der Oberfläche rumschwimmen. Also sobald ich hier eine Waffe oder irgendwas in die Hand nehme, sinke ich zum Grund, weil ich keine Hände frei habe zum Schwimmen. Oh, was ist jetzt los? Ich bin unter Wasser und oder nicht. Und man sieht jetzt da unten auch, mein Sauerstoffvorrat geht ein bisschen runter und mein Nahrungsvorrat. Und deswegen kann ich jetzt mal hier die Corn Dogs essen. Die kann man übrigens nicht hier aus dem Inventar raus essen. Man muss sie hier in die Liste rein tun und dann auswählen und benutzen. Es gibt auch Alien-Tiere zum Abknallen, die geben einen dann Fleisch und Alien-Teile, Zähne und so weiter, mit denen man auch Nahrung und Medizin herstellen kann. Kann ich ja mal gerade vielleicht machen. Wenn man den Kopf schießt, macht das mehr Schaden. Wow, da gibt aber sehr viel Fleisch. Die Schadensmodifikatoren, die stehen auch bei der Waffe, wenn man in den Kopf schießt zum Beispiel. Hier kann man gucken, 40 Schaden, zweifach Schaden im Kopf, wie viel Magazinkapazität und so weiter. So, hier in diesem Konstruktor kann man jetzt nur eine Basisrezepte herstellen. Und dann gucken wir mal bei Food. Wir könnten jetzt hier Steak und Salami herstellen und Kaffee. Für Kaffee brauchen wir noch Bohnen, die wir jetzt nicht eingesammelt haben. Und der Kaffee, der gibt nur Stamina wieder, sodass man länger rennen kann. So, dann gucke ich jetzt mal hier, dass ich schon mal die Basis hinsetze.
Oh, so richtig flach ist das nicht, aber das reicht. Vielleicht. Oder auch nicht. Okay, gut. So, beim Bauen hilft auf jeden Fall das Jetpack, damit man höher springen kann. Schon mal hier so ein bisschen die Basis mit den Blöcken, die ich hier habe. Man kann die Maustaste festhalten und Linien ziehen. Jo, also wird dunkel, dann setzen wir mal hier ein paar Lichter hin. Die wir uns ercheatet haben. Dann sind noch andere Sachen, man kann die natürlich drehen, die Sachen. Das ist seltsamerweise auf Insert und Delete. Und Ende, Page Up, Page Down und so weiter. Der sollte nur Mauer. Ich will eigentlich jetzt nach oben. So. Und schon habe ich keine Blöcke mehr. Vielleicht hier so. Ziehe ich das noch eins weiter. Oh, keine Blöcke mehr. Oh Moment, ich glaube, die haben sich auch verdoppelt. Interessant. Dann gucken wir uns jetzt mal hier den Tree an. Bei jedem Aufstieg können wir hier gucken. Hier gibt es verschiedene Reiter. Dicke Blocks kriegen wir alle umsonst. Das hier ist ein Basisschiff. Da können wir Sachen für freischalten. Wir kriegen Punkte für jeden Aufstieg, aber wir müssen ein bestimmtes Level haben, um Sachen freischalten zu können mit unseren Punkten. Hier stehen die Punkte, die wir brauchen. Okay, dann gucke ich mal bei Basis, was wir so bauen können. Hier der Kühlschrank, der ist relativ wichtig, den hole ich mir mal. Dann hier eine Kiste, kaufe ich mir mal. Kann man hier natürlich die Tools freischalten noch und Waffen. So, was will ich jetzt noch haben? Hier gibt es auch verschiedene Fahrzeuge in dem Spiel oder Flugzeuge, wie auch immer. Hier gibt es einmal die Hover-Vessel. Die sind so wie Landspeeder in Star Wars. Das ist eine Art Hovercraft. Da müssen wir dann alle Teile freischalten, um die überhaupt bauen zu können. Also jedenfalls mehrere nötige Teile. Zum Beispiel ein Cockpit. Die Hover Engine, das ACS. Dieses Raster brauchen wir auch noch alle. Das heißt, alle die hier brauchen wir. Dann brauchen wir noch einen Generator und einen Treibstofftank. Ich glaube, das sind die Sachen, die man mindestens braucht. Aber da haben wir jetzt noch nicht genug Punkte für. Ja, mir fällt mir gerade auf, dass ich das Tool zum Entfernen von Blöcken noch nicht habe. Habe ich es freigeschaltet? Ja. Das muss ich dann auch noch bauen. Hier.
Ich hätte eigentlich hier lieber Fenster gehabt, aber da wir die noch nicht bauen können, mache ich jetzt einfach mal Blöcke dahin. So hätte ich das gerne. Okay, gut. Blöcke haben wir denn? Okay. Gucken wir mal, ob wir das hier zukriegen. Dann braucht man da noch eine Tür. Den ganzen Traktor brauchen wir natürlich auch noch. Drohnen sind auf dem Weg, meine Basis anzugreifen. Ich dachte eigentlich, das machen die erst, wenn man die zuerst angegriffen hat, aber anscheinend greifen sie auch so an. Aber die sind nicht besonders gefährlich. Von daher. Okay, was brauche ich noch? Electronics und Metal Components. Und ich habe kein Eisen mehr, weil ich alles für Halbwerks benutzt habe. Na super. Dann müssen wir uns wohl oder übel auf die Suche nach Metall machen. Gucken, in welche Richtung laufe ich denn. Aber erstmal nach Norden. Das ist übrigens die Map, kann man sehen, wie viele Ressourcen von wie vielen möglichen wir gefunden haben. Oh, da kommt eine Minigun-Drohne. Vielleicht hätte ich auch bei der Base bleiben sollen, weil ja Drohnen angreifen werden. Aber ich brauche trotzdem Metall. Beziehungsweise ich brauche Eisen. Wir sind jetzt an der nördlichen Weltgrenze angekommen, da können wir nicht durch. Im Gegensatz dazu können wir durch die ost-westliche Grenze. Ich habe bis jetzt kein Eisen gefunden, nur andere Sachen. Deshalb suche ich jetzt einfach mal weiter. Dann bis gleich. Wir nähern uns wieder zwei Minigun-Drohnen. Und das da hinten sieht aus wie entweder ein Gebäude oder ein abgestürztes Raumschiff. Das gucken wir uns einfach mal an. Okay, seine Waffenfabrik. Das könnte ein bisschen zu gefährlich für uns sein. Dann gucken wir uns das mal an. Es könnte sein, dass da bewaffnete humanoide Aliens rumlungern. Die sind dann doch schon etwas gefährlich für uns. Wir haben ja bis jetzt nur eine Standardpistole. Und wir sind gerade mal Level 4. Und diese Kanonen da werden auch auf uns schießen. Ich weiß nicht, ob ich hingehen soll. Dann gerade ein Alien-Transporter kommt und setzt Truppen ab.
Komm wieder runter, verdammte Scheiße. Ich will deinen Loot, Minido. Und das hatte ich hier noch nie. Normalerweise stürzen die Drohnen ab und dann kann man... Oh, shit. Da kann man die looten. Da sind ziemlich viele Ressourcen dabei, die man looten kann. Toll. Ich glaube, die Tornado des Weltall. Shit. Hier sind irgendwelche Außerirdischen gelandet. Ich versuche mal noch diesen Drohnen hier zu plündern und dann haue ich schnellstens hier ab. Das ist mir dann doch ein bisschen zu hart. Oh mein Gott, jetzt haben wir nur Munition von der Drohne, super. Ich wette, die andere hätte jede Menge Zeug gehabt. Schleim? Nein. Das sind die Elfen. Shit. Das sind so eine Art Kriegshunde, aber die sehen aus wie Fledermäuse ohne Flügel. Oh, und da kommt die Wache oder Soldat oder was auch immer. Ich schau lieber ab. Noch ein Transport, ach du Scheiße. Ich verpiss mich. Oh nein, ich auch noch so ein Vieh. Alles am Lebensform, die es hier gibt. Das heißt, uns bleibt immer noch die Möglichkeit, uns zu verpissen. Drei Truppentransporter. Jetzt übertreibt das Spiel aber auch. Also bis jetzt kam sonst immer nur einer oder so. Na ja, toll. Ich habe jede Menge andere Ressourcen entdeckt, aber kein Eisen. Okay, das wär's dann erstmal für die erste Episode. Ob wir unseren Trupp überleben, ob wir Eisen finden, das alles in der nächsten Folge. Schön, dass du da warst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.